After being defeated by Goku, Cooler was found and rebuilt by the machine planet known as the Big Getty Star. Needing the raw materials of other planets to fuel itself, the Big Getty Star descended upon New Namek. Though Cooler was made even more formidable, thanks to the Big Getty Star's ability to duplicate it endlessly, Goku and Vegeta would not give up, even in the face of this hopeless situation. And fueled by nothing more than their Saiyan pride, they charged into battle. Und damit, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Und, okay, wir starten als Budroshi. Wer kennt's nicht? Okay, Objektshop. Ja, wir gehen rein in Coolers Rückkehr. Cooler hat's wohl nicht gereicht, dass wir den Arsch versohlt haben, also geht's dann hier weiter. So, zeig mal her hier. Ja klar. Wir sind Cooler. Nee, nee. Okay, war nur Scherz. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht mit denen kämpfen. Wir gehen direkt weiter. Leveln kann man auch andere Charaktere. Wir warten jetzt auf Goku und Vegeta. Vegeta hat hier tatsächlich sogar schon den Super Saiyajin drauf, weil das chronologisch eigentlich gar nicht passt. Life of the Namek was once again disrupted, as a strange, sinister planet darkened the skies of New Namek. Powerless to stop this invader, the Namekians were again in danger. At Dende's request, Goku and the Z-Fighters raced to New Namek to help. Where is Goku? Who is that? Isn't that the guy Goku told us about? Once more. Where is Goku? Let's split up and look. It's all up to us now. I see. In that case, I'll have to kill you first. What are you talking about? We won't go down that easy. Na toll. Jetzt wird er uns töten. Wir haben mit keinem von den beiden irgendwas in der Evolution Set. Genau, weil ich finde, das passt gar nicht gerade mit dem Dings. Dass Vegeta schon den Super Saiyajin hier drauf hat, weil eigentlich dürfte er das ja nicht haben. Weil wir ja gerade erst aus der Freezer-Saga raus sind. Und Vegeta den erst in der Cyborg-Saga gelernt hat. Naja, gut. Aber filmchronologisch macht das natürlich Sinn, nach Coolers Rache die Rückkehr zu machen. Da ich mit ihm Ilki-Angriffe mache, werde ich jetzt erstmal. Obwohl, nee. Abwehr? Ah, haben wir auch nur eins. Ja, gut, das bringt nichts. Geschwindigkeit plus 4. Ja, okay, Explosion 1. Machen wir einfach das rein. Passt schon. So. Und los, überlebe, solange es geht. Es ist ein Fluchtkampf. Oh, oh. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Okay, weiter geht's. Ready? Fight! Oh. Okay, die machen verdammt viel Schaden. Okay, alles klar, Cooler. Beruhig dich. Oha, wie lange er braucht fürs Kamehameha. Oh mein Gott. Nein! Nee, das kann ja nicht sein. Ah! Eieiei. Also, wann hat der auch Ki-Attacken drauf? Alter, der braucht ewig für so Kamehameha. Alter, tot. Ah! Ah! Oh Gott! Nein, Mutenroshi! Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, auch nett. Bleib mir bloß weg. Ich bin Yashirobe, der große Vegeta-Schlechter. Wunderkabalmhieb! Ja! Unser Special Move! Stirb! Ja, da machst du nichts. Ich lebe!
Willst du mich verarschen? Das kann man nicht blocken. Alter, der hat mich gerade so gefickt. Der hat mich gerade so hops genommen. Alter, das kann doch nicht sein. Ey, wie unfair. Ich denk so, ja, okay, ich block das weg. Wir haben gewonnen oder nö. Ja, ja, wissen wir. Das haben wir schon gesehen. Das wird geskippt. Ja, schön. Auf jeden Fall geil, dass er mich direkt one-shottet mit so einem anvisierten Buster, den er irgendwo herholt, halt auch. Okay, egal, wir gehen voll rein. Wir gehen jetzt voll rein. Hallo? So. Highspeed-Sprint! Es reicht, jetzt gibt's die Rache. Mutant Roshi ist Final Form. So. Transformation, Max Power. Zwei Explosionsladungen brauche ich, okay. Dann warte ich. Von da unten. Manku, oh nein. Mafuba. Das Mafuba. Original Kamehameha. Ja! Okay, ich weiß nicht, was er für Probleme hat. Highspeed Sprint da! Mute Roshi! Ja! Und jetzt beenden wir das mit einem Final Original Kamehameha! Oh, oh nein, auf mich! Chill! Ja! Jungspund, du hast nichts gegen mich auszurichten. Tschüss. Okay, jetzt haben wir die Rache bekommen. So. Jetzt mussten wir den Spieß nur ein wenig umdrehen. So. Mutant Roshi besiegt Metal Cooler. Das ist jetzt Canon. Oh, doch nicht. Mit ihrer combined strength, the two were no match for the newly resurrected Cooler. I hate to say it, but we're toast! You said it. We really should have just stayed on Earth. Elsewhere, having sensed their friends in danger, Gohan and Krillin hurry to Master Roshi's aid. Ai, ai, ai. Auch toll. So, die beiden sind auf jeden Fall besiegt. Jetzt geht's weiter. Gibt's nur Metal Coolers oder gibt's hier auch noch andere Robotergegner, die wir bekämpfen können? Gohan! Achso, was anderes macht gar keinen Sinn. Wir gehen einfach direkt rein. Wenn wir solche Trainingskämpfe machen, dann nur gegen Dings. Dann nur mit Goku und Vegeta. San Gohan und Krillin spüren die Gefahr und einmuten Roshi zur Hilfe. Doch! No way! I thought he was dead! So tell me, boy, where is Goku? Even if I knew, I wouldn't tell you. Oh, really? In that case, I guess I'll have to beat it out of you. Junge, er will hier so richtig eine reindrücken. Aber wir sind stärker als Mutant Roshi. Gewinne. Habe ich doch eben auch schon. Der heilige Mutant Roshi. Komm her! Murtikura! Ja! Hallo? Ja! Ja, hast du Problems? Aua. Au. Oh, tut's weh? Sollte es auch. Oh. Oh. Nix da. Warte, komm, wir spielen mal hier hinten. Ja klar! Alter, er ballert mir die halt voll in die Fresse. Hallo? Oh!
Hallo. Chill. Junge. Hallo. Mann, ich will nicht als zu ihm. Ja, klar. Alles klar. Der anvisierte Basser OP. Hallo. Junge, er macht immer den gleichen Scheiß-Move. Verpiss dich jetzt. Hallo. Junge, cooler, du bist so ein Schwitzer geworden. Mann, hallo, hör auf mit der Scheiße. Hallo. Guck mal, wie er nur noch reingeht. Jetzt reicht's aber. Jetzt mach mal Punkt. Jetzt reicht's mir aber mit dir, du kleiner Hund. Ja. Macht's ab. Ja, klar. Hallo. Oh, natürlich. Ja, bleib halt liegen. So. Nein. Nein! Ey! Er benutzt es jedes Mal gefühlt als Finisher. Was soll denn das? Alter. Vor allem diesen Drecksangriff kann man auch nicht blocken. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Metal Cooler, du Stück Scheiße, jetzt reicht's. Kann ja jetzt nicht angehen. Jetzt reicht's. Scheiß Spammer, Alter. Die ganze Zeit einen Angriff gemacht. Und dann mit Amvisier Buster finishen. Ja, witzig. So kleiner Hund. Komm mal her jetzt. Hallo. Ja, klar. Ja. Masenko! Oh nein! Ja! Okay, Masenko setzt sich durch. So, jetzt ist das Maul. Jetzt bin ich wirklich gnadenlos. Du regst mich nämlich richtig auf. Ah! Ja, klar. Ja, klar! Hallo! Ja, macht's ab. Ja, wie ist das, hä? Also Metal Cooler glaubt euch jetzt nicht wirklich, dass er gewinnen kann. Hallo? Hallo? Fängt er wieder an, oder was? Hallo? Oh nein. Ey, wie auch jedes Mal diesen scheiß Schritt nach hinten macht. Hallo. Mann, warum bin ich denn jetzt umgekippt? Och, Mann. Komm mal ran jetzt. Krillin Super Saiyan 7. Meine Güte. Was soll denn das? Ah. Gohan und Krillin können der Macht Metal Coolers nichts entgegensetzen. Dad. So, how about it, boy? Still. Gerade als Cooler San Gohan erledigen will, erscheint plötzlich Piccolo wie in jedem Film. What's wrong, Gohan? You're getting sloppy. Seid ihr zu dem Kind, Alter. Ja, moin. Der arme Junge. Der arme Junge.
So. Jetzt ist Papa Piccolo zu Hause. Jetzt gibt's das Maul. Was soll das, Metal Cooler? Piccolo hat sich eingemischt, um sein Gohan zu retten. Aber ist der Metal Cooler gewachsen? Hard to believe you're still alive. And you, I should have killed you when I had the chance. A mistake I'll soon correct. I hope you've learned some new tricks since then. So, und los geht's. Piccolo gegen Metal Cooler. Let's go! Ready? Komm mal ran. Ja, ich hab nicht vergessen, was du getan hast. Was du mit Gohan gemacht hast. Das war mir so klar. Du dreckiger... Aua. Lichtgranate! Yeah! Na, hab ich dir da aus Versehen die Beine weggezogen? Das tut mir aber leid. Oh. Oh. Alter. Ja, du hast mich gekriegt. Glückstreffer. Tschüss. Kann ja nicht sein, dass der mich hier die ganze Zeit an der Nase herumführt. Nein. Wäre schön gewesen, wenn ich mal Level gestiegen wäre. Piccolo kämpft tapfer gegen Metal Cooler, doch seine Angriffe erweisen sich als nutzlos. He's starting to irritate me. This time, I'll finish you all. Gerade als es scheint, als wären die Zeltkämpfer verloren, kehrt Son Goku zurück. Tada, ich bin wieder da. Son Goku. Cooler, Zeit für Runde Nummer 2. Oh Gott. So, mit ihm gucken wir uns jetzt aber um. Nördliche Ebene. Hier wird doch selbst schon cooler warten. Ja. Perfekt. Komm mal her. Ich sterbe nicht. Ich wurde schon oft wiederbelebt. Du entkommst mir nicht, Insekt. Wir müssen uns mal gegen 3 Coolers aufwärmen. Oh nein. Das kann doch gar nichts werden. Leute, ihr kennt, ihr wisst, wie gut ich bin in so Matches. Oh, hell no. Ready? Fight! Hallo? Ja, ich würde auch gerne wissen, wo du bist. Ja, also den einen muss ich halt unbedingt töten. Alter, ich kann dem Angriff halt auch nicht ausweichen. Guck mal, der eine macht mich schon fertig. Was ist das denn? Kaioken! Er steht da nicht mal auf. Wow. Geil. Guck mal, er spammt einfach wieder einen Angriff. Und der tötet mich einfach fast damit. Vor allem, es sind 3 Cooler, gegen die ich kämpfen muss. Nicht nur einer. Mann, jetzt fuck mich nicht ab. Also ich frage mich wirklich, wie man das schaffen soll. Was ist denn das? Aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich hingehe, wenn ich Dragon Balls farmen will. So, ich kann mich ja irgendwie verwandeln. Super Saiyajin. Hä? Hallo? Ja, alles klar. Junge, ach, Goku. Ach, Junge, lass mich doch einfach mal machen. Hallo? Mann, jetzt reicht's mir mit dir, du dreckiger Metallhaufen. Verdammt nochmal. Wie verwandel ich mich, Mann? Da steht's doch. Ich mach's doch.
Noch mehr R3 reindrücken geht nicht! Alter. Hallo, ich drück R3 rein! Checkst du's denn jetzt? Alter. Was ist das für eine Scheiße mit den Transformationen, dass sie nicht gehen? Alter! Zum Kotzen! Wenn das nicht funktioniert. Drecksmetal-Cooler, Alter. Ey, wie soll ich mich denn jemals dann verwandeln? Ja, wir machen jetzt weiter. Ist ja echt zum Kotzen, so drei Gegner, die alle übel OP sind. Man würde denken, okay, dann sind die halt schwächer, ne? Nein, die zerlegen dich. Son Goku ist endlich zurück und schockiert, dass dass Cooler wieder lebt. Wait, we killed you. Dank der modernen Technologie des großen Getty-Sterns konnte Cooler wiederbelebt werden, nachdem ihn Son Goku besiegt hatte. Jetzt ist er stärker als zuvor. Stupid Monkey. I'm going to destroy you. Oh Bruder, du weißt gar nicht, wie sauer ich gerade bin. Ich gehe Super Saiyan 3. So, jetzt komm her, Alter. Komm her! Du kleiner Bastard, Alter. Ja, da schütze dich direkt. Hast du etwa Angst, hä? Hast du etwa Angst? Ja, würde ich auch haben an deiner Stelle. Komm her! Hör auf zu schlafen! Bist ja genauso wie dein Bruder. Ah! Oh, scheiß Spam-Angriff. Hier, ich kann auch spammen. Hier, ich kann auch spammen. Ach, jetzt machst du es. Willst du mich verarschen? Muss ich erst auch zum Super Saiyajin werden, damit das funktioniert? Na, warte. An den solltest du dich doch noch erinnern. Ken, an den Super Saiyajin. Spaß, ich hab den gar nicht gegen dich benutzt. Aua. Aber dein Bruder, der kriegt Flashbacks. Jetzt verpiss dich. Mach dich ab! Kamehameha! Bleib liegen. Ah. Manche Menschen würden sagen, ich nehme das zu persönlich. Aber nur manche. Da ist das Level up. Ist doch schön. Funktioniert doch. Der Kampf tobt weiter und Son Goku ist Metal Coolers gnadenlosen Angriffen ausgeliefert. You'll have to do better than that to beat me. I didn't think you could use instant transmission too. Looks like I'll have to go all out. Looks like I must go all out. Ja, ja. Und dabei immer noch in Baseform. LOL. So. Bin ich jetzt Base Super Saiyan? Ja, bin ich. LOL. Auch gut. So. Jetzt bin ich direkt Super Saiyan. Das ist doch viel schöner. Um diesen mächtigen Feind zu bekämpfen, muss Son Goku zum Super Saiyajin werden. Good. You finally shown your true colors, Super Saiyan. I was beginning to get bored. Let's end this. We'll prove once and for all who's the strongest in the universe. Ach, darum geht's. Ich dachte, du wolltest mich töten. Ach, na dann. Na, warte. Ich zeig dir, was du mir angetan hast. Du wirst sterben. Ah. Ready? Ah, er haut schon ab. Er haut schon ab, hä? Hast du Angst? Oh, hab ich die auch wieder in der Ecke? Da kriegt Freezer Flashbacks. Schwach. Oh, sorry. Hab ich da einen wunden Punkt getroffen? Lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht, dass du mich anfährst. Dein Metall ist bestimmt nicht gereinigt. Oh, oh nein, Hilfe. Junge, wie viel Schaden willst du mir machen? Er so, ja. Ey, Junge, ich kann mich nicht schützen. Junge, was ist mit ihm? Hallo. Was war das denn jetzt? Mann, funktioniert doch.
Hallo? Ey, ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Er spammt einfach die ganze Zeit Ki-Angriffe und der Scheiß funktioniert. Alter. Aha! Hey, jetzt hör doch mal auf, du scheiß Noob! Alter! Hallo! Mann, hör doch auf, dich zurückzuporten die ganze Zeit! Mann, es nervt! Kämpf ordentlich, du Schwein! Ey, ernsthaft? Was ist das für ein Kampf? Was ist das für ein Kampf? Ich will mit ihm kämpfen, er verpisst sich und spammt sein Ki! Was soll denn das? Ist das die Meta? Soll ich mich jetzt auch in der Hecke verkriechen, abhauen und die Kamehamehas reindrücken? Was soll denn das? Ey, und jedes Mal diese scheiß Story wieder. Mann, ich hab's nur einmal gesehen, reicht. Ach ja, ja, in der Tat. Ich kann auch noch was draus lernen aus dem Story-Abschnitt. Ja, ja. Ja, komm. Ich hab's nur einmal gesehen, reicht doch jetzt. So. So. Ey, jetzt reicht's aber. Kleiner. Na? Tut's weh? Hä? Oh, guck mal, ich kann auch nur Keyspam hier fangen. Ja, hä? Hallo? Oh, schade, hast du nicht getroffen? Hast du nicht getroffen? Und jetzt stirb. Ah, hallo? Das war sein Füßlein ein bisschen schneller. Hallo? Ich möchte gerne ausweichen. Ja, alles klar. I got you. Digga. Jetzt mach dich ab. Reicht doch mit dir. Müllhaufen. Tschüss. Mann, warum musst du denn immer erst einmal auf die Fresse kriegen und sauer werden, um ihn zu töten? Schlimm. Super Saiyan Vegeta und Vegeta. Cool. Sangoku wendet seinen mächtigsten Angriff an. Doch Coolers Heilkräfte machen ihn nutzlos. At this rate it'll never end. What's wrong? You were so confident a moment ago. It's over, Super Saiyan. Seine Angriffe sind wirkungslos. Sangoku scheint verloren. Da erscheint Vegeta. Der Prinz der Saiyajin. Alright. Okay, die Frage ist, ob wir den irgendwie noch besiegt kriegen. Aber ich glaube, wir müssen das splitten in zwei Parts. Oh Mann. Vegeta schließt sich Sangoku an. Besiegen die beiden Super Saiyajin Metal Cooler? What? Two Super Saiyans? Don't get the wrong idea, Kakarot. I didn't come here to save you. I just don't want him to. One monkey, two monkeys, it's all the same. I'll wipe you both out. Okay. Du nennst mich also Affe. Ich bin der Prinz der Saiyajin. Evolution Set, der hat ein komplett anderes Set, oder was? Oh nein. Oh nein. Ich habe meine ganzen guten Sachen jetzt auf Vegeta mit dem Scouter. Oh nee, ey. Naja, gut. Da kommen wir ja nicht drum herum. Jetzt ist der Vegeta ja voll schwach. Ki, ja. So. Angriff, haben wir da noch was? Nee. Oh mein Gott, das kann ja nicht sein. Abwehr brauchen wir auf jeden Fall. Und Regenerationsfähigkeit, genau, gebe ich ihm jetzt. Nein. Wir haben wahrscheinlich eh nichts, was er benutzen könnte hier. Nee. Ki-Explosion 2 machen wir einfach mal rein.
In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. So. Und Goku als Backup. Und los geht's. Metal Cooler muss sich jetzt gegen zwei Super Saiyajins behaupten. Auch wenn Vegeta leider noch nicht gelevelt ist und schwach ist jetzt. Toll. Ready, go. Ah, mit Vegeta bin ich bekanntlich ja eigentlich besser. Ja, klar. Vor allem, wenn er so ekelhaft ist. Jetzt reicht's aber. Es sieht ja fast aus wie im Film gerade. Hallo? Er macht mich halt gnadenlos fertig. Ich kann nichts machen mit Vegeta. So, jetzt kann ich auch mal was tun. Maximaler Flasher! Was ist das? Wahnsinnseinschlag. Ja, Mann! Gib ihm! Du bist der Prinzess Saiyajin. Du wirst dich doch nicht von einem Cooler besiegen lassen. Ja! Ich bin Vegeta! Ja! Easy. Wo hatte Goku Struggles? Aber eben hat er voll aufs Maul gekriegt, Alter. Oh, oh mein Gott. Oh. Okay, weiter geht's. Es scheint, als hätten die Saiyajin mit die geballter Kraft... was? Hätten die Saiyajin mit geballter Kraft gesiegt? Oh Gott, Alter. Dieses Textfeld, ne? Aber... What? Metal Cooler wurde zu neuem Leben erweckt. Doch wo... was? Wo vorher einer war, sind nun zwei. Sein Gokus und Vegetas Kräfte sind erschöpft. Wie sollen sie den Feind nur besiegen? Ey, also diese Textboxen sind teilweise echt so komisch aufgesplittet, da kannst du nicht ordentlich lesen. Das ist wirklich schlimm. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und schreibt in die Kommentare, genau, schreibt einfach in die Kommentare, Spaß, nein, schreibt mir in die Kommentare, welcher Cooler euch lieber ist. Der Final Form Cooler, Metal Cooler, also ich bin jetzt persönlich kein Metal Cooler Fan, ich finde tatsächlich Final Form Cooler am coolsten. Okay, das ist so weird, das so zu sagen, aber ja, das, so ist es. Okay, bis dann und ciao, euer Fire Alexa, macht's gut!